powered by Source. Und somit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf RaFFikNicH LP mit mir, dem Chris, und es ist gleichzeitig ein neues Du-Projekt mit unserem Special Guest und Mitgründer von RaFFikNicH LP, TIbor. Schönen guten Tag, hallo. Hey, na, wie geht's dir so? Hey, mir geht's voll supi und dir? Ja, hast du gestern die Erdbeeren bekommen, die vergünstigt waren? Oh oder? Ja, voll super, 1,20 oder so. Oh, nice. Ja, geil. Cool, und jetzt heute sitzen wir sogar schon wieder hier und zocken. Ihr seht das, Portal aus dem Jahre 2007. Von Valve, ihr habt es gesehen, und ja, läuft mit der Source Engine. Schon was älter natürlich, das Spiel kam, glaube ich, auch sogar für PS3 und sowas raus. PS3, Xbox 360 und sogar als eins der wenigen Spiele generell und auch gerade von Valve für Mac und Linux. Aber für Linux nur in der Beta. Okay, das war noch ja wichtig. Ja, aber ist ja krass, hat man ja tatsächlich nicht so selbstverständlich. Und ja, ich kenne Portal noch gar nicht. Also, was heißt noch gar nicht? Man kennt natürlich popkulturell irgendwie schon Portal und Portal 2, man hat davon schon mal was gehört, keine Frage. Ich hab's aber selber noch nie gespielt, TIbor allerdings, der kennt es. Und ja, mal sehen, was diese Mischung ergibt. Ne? Und TIbor ist auch erstmal am Drücker hier. Das kann ja heiter werden. Das kann ja, also wirklich, ich freue mich was. Und mal oben, ne? Ja, und ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel und fangen wir mal an. Es soll auch gar nicht so lange gehen jetzt, der Teil, deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, weil wir jetzt natürlich nicht so die Zeit haben. Klick. Und wir haben euch auch gefragt, was wir zocken sollen, und ihr habt uns viele Vorschläge gemacht und wir haben uns dazu entschieden, wir machen ein Spiel, was ihr einfach alle gar nicht vorgeschlagen habt. Portal, viel Spaß. Oh, und da sind wir schon, wie es aussieht. Ja, das Spiel fängt an. Okay. Das Spiel beginnt jetzt. So, wie bewegen wir uns? WASD, ziemlich ungewöhnlich. Ja, das ist ja... Oh. Willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht... dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas... Okay, ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil die Uhr gleich abläuft. Das Portal öffnet sich in 3, 2, 1... 2, 1... Aha, das sind also wir. Aha. Ach, wir sind eine Frau? Oh oh. Das geht nicht. Also ohne Scheiß, wir können doch nicht eine Frau spielen. Ja, ich fühle mich voll in meinem Gender vernachlässigt. Ja, wirklich. Also, das ist nicht für eine Sauerei. So. Okay, doch gar nicht. Wir sind Männer. Oh Gott, nein. Sag da durch. Trau mich nicht. Okay. Warte mal, ich wollte gerade noch irgendwas kurz erzählen. Hab's aber prompt natürlich vergessen. Ja, selbstverständlich. Deswegen, gehen wir da jetzt durch, oder? Für mich beobachtet irgendwie. Na gut, ich weiß es nicht. Also ich meine, wir können uns ja mal umgucken. Wir können auch erstmal eine Runde scheißen gehen. Eine schöne Klo gibt's hier. Auch Frauen scheißen, ja, Leute, dass er das endlich mal kapiert. Oh, okay, richtig. Okay. Gut, was haben wir denn hier? Eine Tasse. Ach, ihr seht hier schon wieder das altbekannte. Das erinnert natürlich dann gleich wieder so ein bisschen an Half-Life und so. Der absolute Klassiker. Okay, hier haben wir irgendwas, was wir uns durchlesen können, was wir aber nicht lesen können, was super ist. Deswegen schmeißen wir es einfach weg. Achso, jetzt weiß ich wieder, was ich kurz erzählen wollte. Die Stimme, falls er Coldmirror verfolgt, die hat ja zurzeit diese Serie Star Space. Und da gibt es ja auch diesen Androiden und der hat genau dieselbe Stimme. Und ja, ist einfach nur geil. Wer kennt, der weiß schon. Ach, stimmt. Jetzt wurde es gesagt. Dave. Wisst ihr? Ich mache keine Fehler, Dave. Hör auf. Crazy. Siehst du, du kennst das auch. Now where you say. So, okay, jetzt aber wirklich jetzt hier mal das Spiel. Okay. Geh jetzt mal durch. Geronimo. Okay. Wir sind durch. Und wir gehen einfach irgendwo hin jetzt. Okay, wir haben jetzt auch blaue und orangene Portale jetzt hier gesehen. Ja, das ist korrekt. Ein Eingangs- und ein Ausgangsportal sozusagen. Ah, nett. Ob das jetzt von der Farbe her überhaupt einen Unterschied macht, weiß ich nicht. Aber wir werden sehen, dass es dann auf jeden Fall übersichtlicher ist. Okay, alles klar. Okay, schon prompt das erste Rätsel. Was machen wir hier nur? Also... Ja, das ist ja, denke ich, noch recht offensichtlich. Wir nehmen das Ding und hauen es da rauf. Aha, die Tür geht auf, wenn wir uns darauf setzen. Also nehmen wir dieses Objekt und legen es dort hinauf. Also typisch erstmal natürlich alles ein bisschen... Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Okay. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Hier? Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Aha. So ist das also. Ist natürlich jetzt recht tutorialmäßig noch aufgebaut. Ja. Gibt es auch Untertitel eigentlich? Also, weil das ist ja... Also Let's Play. Können wir uns da schnell noch können wir mal schnell kümmern? Genau, gucken wir uns mal. Da seid ihr jetzt live sozusagen dabei. Oh, das ist so geil. Weil hier wieder professionell S-Shit sind. Zack, angemacht, Alter. Nice, weil ich alt kann. Und mehr. Dafür stehst du mit deinem Namen auf jeden Fall. Boah! Türgeräusch, ja gut, wollen wir mal nicht übertreiben. Ja. Ne? Also, machen wir mal. Beschränken wir mal auf die Dialogs. Nun denn. Also ich muss mal gucken, wie wir das dann machen. Wir wollen uns natürlich abwechseln, ne? Mit dem Zocken. Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. So, na, ich würde sagen, wir wechseln uns einfach so von Part zu Part. Von Part zu Part, aber ich glaube, ja, das werden wir dann sehen. Das müssen wir dann intern nochmal besprechen. Geht euch ja am Strand. Du willst nochmal ein jetzt an Streitereien hier. So, Sprung. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast-Superkollisions-Superknopf. Oh, okay. Beschissene Scheiß-Kacke-Scheiße. Superknopf. So, wir sehen hier, wir haben hier eine zeitlich begrenzte, also wir haben nicht so viel Zeit, um hier Dinge zu klären. Also werden wir uns hier erstmal, okay, das ist der Ausgang. Nehmen wir uns erstmal diesen Kubus. Ja. So, dann gucken wir mal. Aha. Das war dann. So, dann warten wir mal kurz. Bis also ihr merkt schon, das ist ein Rätselspiel. Also das ist jetzt nicht ein Action-Adventure hier mit krasser Story oder so. Wobei auch eine Story hier dahinter steckt. Also so ist es jetzt auch nicht. Perfekt. Bitte begeben Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Okay. Dave! Naja, so witzig ist es doch nicht. Naja, doch, wer man es kennt schon. Naja. Könnt ihr, also würde mich interessieren, wer das auch kennt. Dann bitte mal #Dave in die Kommentare. Le Miroir de Gold. Mhm. Naja, wer kennt sie nicht, war die gute alte. Ja, Coldmirror kennt man schon, aber verfolgt ja jetzt nicht jeder mehr unbedingt. Das war, ja. Sie machen das sehr gut. Voll gut gemacht. Dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Ermunternd. Ja, das klingt, also das ist schon sehr beunruhigend alles. Also das war immer so, der Schein soll gewahrt werden, so von wegen ist ja alles nur Test und alles safe. Aber zwischendurch kann man natürlich auch mal den Kopf verlieren. Okay, wir sehen hier schon einigermaßen an dieser Nummerierung, wie schnell es hier geht, dieses Spiel, ja. Also wir sind jetzt schon in Zelle 2 von 19. Ah, okay. Okay, ist natürlich, heißt das natürlich nicht, dass die alle gleich schnell gehen, weil der Rätselfaktor steigt natürlich. Ja. Aber man sieht, dass es relativ kurzweilig ist, die ganze Angelegenheit, ja. Okay. So. Aber war trotzdem so erfolgreich und deswegen gab es auch noch einen zweiten Teil, der, glaube ich, ein bisschen komplexer dann ist. Genau. So aber dazu dann, falls wir den irgendwann mal zocken. So, jetzt müssen wir erstmal warten, bis die witzige Portalkanone hier wieder sich zu uns gewendet hat und wir dann hier rauskommen. Man merkt ja, das Prinzip ist relativ simpel. Die ganz Schlauen unter euch erkennen jetzt vielleicht schon eine Verbindung zwischen dem Namen des Spiels und dem Inhalt. Da musst du aber schon ziemlich crazy drauf sein, ha? Ja, so, was haben wir jetzt hier überhaupt geschafft? Jetzt haben wir hier eine Tür, durch die wir nicht durchkommen. Aha. Ah! Nee. So, und das war's. Okay, ach so. Ja, naja, super. Hm. Ja, was ist denn jetzt überhaupt die Aufgabe? Das ist die Frage. Na, wir müssen... Ah, dadurch. So, dafür müssen wir die Tür aufkriegen. Die hier. Hm, hm. Ah, ist schon irgendwie verwirrend. Also muss man erstmal irgendwie das System verstehen. Okay, ich habe das Spiel vor nicht allzu langer Zeit gespielt und habe keine Ahnung mehr, was ich hier machen muss. Was wir hier machen müssen. Tut mir sehr leid. Nö, du zockst gerade. Also wenn du jetzt Scheiße baust, dann möchte ich auch bitte... Na gut, das wirst du dann... Dass du dafür verantwortlich bist. Oh! Ich wollte dich gerade fragen, ob wir die nicht einfach einsammeln sollen. Völlig weltfremd die Idee. Diese seid vollkommen sicher, absolut. Das Gerät Trust me, I'm an engineer. Das Gerät allerdings nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Ja, auch hier wieder absolut nicht besorgniserregend, diese ganze Angelegenheit. Wir wissen auch eigentlich gar nicht, was soll das hier alles. Und jetzt haben wir endlich hier unsere Portal Gun. Geilo! Jetzt sind wir hier voll durchgekommen. Warum auch immer die Tür jetzt damit auf einmal aufgegangen ist. Ja, na, das war jetzt einfach nur... Es war halt einfach. Es wartet. So, ich würde sagen, Zelle Nummer 2 erfolgreich abgeschlossen. Ich finde es super gut. Absolut, ey. Absolut. Aber es stimmt, wenn das jetzt auch nicht so lange geht und so, da macht es vielleicht wirklich Sinn, pro Part mal zu wechseln. Also ich habe auf jeden Fall auch Bock. Ja, selbstverständlich. Geil. Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. Na gut. Und wie kannst du jetzt, also wenn du jetzt nach links, hau jetzt mal einfach irgendwo was gegen. So. Geh mal da durch. Kommst du denn dann raus? Da. An der anderen Seite. Guck mal, da ist das orangene Portal. Achso, okay. Na, das wollte ich ja jetzt gerade wissen, genau. Dann kommen wir da raus sozusagen. Genau. So, wir könnten... Können wir auch selber... das können wir noch nicht. Aber es geht möglich... Also, es ist ja, genau. Das Eingangs- und Ausgangsportal. Genau, das wird später möglich sein, ja. So, jetzt sehen wir hier, das ist nicht mehr... Naja, gut, also nicht mehr so leicht, ist jetzt übertrieben. Achso, nee, warte mal kurz. Wo ist denn jetzt hier? Das ist ja ganz schön dumm. Achso, doch, genau, so ist es richtig, genau. Jetzt haben wir hier nämlich ein Portal und das andere Portal müssen wir halt immer irgendwo platzieren, dass wir dann rüberkommen, ne? Also in diesem Fall jetzt hier... der Sinn ist klar. Ja. Übrigens, der Tag der offenen man weiß ja bei dir immer nicht so richtig. Nee, das ist ja auch berechtigt. Tag der offenen Tür für Töchter. Mhm. Nice. Let's bring all daughters. Spannung. Alter, I got excited by it. Was? Ah, Ladedaten. Ah, Ladedaten. Datenladen. Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Oh, voll lieb. Danke. Okay, wir sehen. Wir müssen wieder eine Tür aufkriegen. Ja, das bedeutet, da müssen wir wahrscheinlich wieder so einen Klotz finden. So, hier haben wir schon mal ein Portal. Und solange es jetzt kein zweites Portal gibt. Ah, nice. Okay. Rup. Jetzt ist das Ding natürlich liegen geblieben. Ah, nee, da ist es. Nice. Okay. Hallo. Ja, manchmal habe ich noch ein bisschen mit Motorik. Und ich habe mit Motorik. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Okay, das ist auf jeden Fall erstmal eine richtig harte Ansage. Mal sehen, was uns dort erwarten wird. Erwaltender Gang. Tja, siehst du? Ja. Jetzt zeig dich. Ja, jetzt zeig dich. Das fällt mir wirklich nicht mehr ein. So, Part 4. Da bin ich argumentlos. Wie 5? Achso, ja, das war ja schon 4, das andere. Na gut, hab nichts gesagt. So, was haben wir hier? Ein Portal und ein Cube-Bus. Gut. Ach, die Band. Ja, so, ich würde sagen, wir machen das so. Also man beginnt zu verstehen. Ja, ja, ja. Gut, und da ist der andere. Also? Ich kann 1 und 1 zu 3 zusammenzählen. Und schon haben wir 8. So. Raus jetzt hier. Also rin. Und ruff. So. Das war's schon. Ziemlich ganz komplexer Scheiß. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Ah, mega geil. Ach, diese doofe. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2... Okay. Was nun? Es ändert sich nichts. Nun gut, dann jetzt... Achso, ja. Das ist das andere Portal. Portal! Hui! Dann wollen wir mal weiter. Ja, du merkst, am Anfang ist hier ziemlich fix alles, aber... ja, also ich sag mal, Ja, der Weltraum. Ja. Gut. Was ist nur los mit uns? Aber mega geil. No not. Ja, also ich meine, du kennst es natürlich jetzt auch schon so. Also ich hätte jetzt ja auch trotzdem erstmal, wenn ich jetzt ganz neu gewesen wäre und dich jetzt nicht dabei gehabt hätte, hätte ich schon trotzdem erstmal gucken müssen, ah, so funktioniert das, wird dem ja im Grunde gar nicht erklärt. Ich werde jetzt natürlich auch in Zukunft keine Hinweise mehr geben. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauerhafte Schäden wie Vaporisierung hervorrufen. Passen Sie auf. Hm. Interessant. Nun gut. Das Ding erinnert mich voll an Half-Life Episode 1. Okay, ja, tatsächlich nicht ganz so fern. So, was würdest du in dieser Situation machen? Also, ein kleiner Hinweis, das muss von da nach da. Jetzt denk mal ganz scharf nach. Na, ich würde da rechts oben das Portal jetzt mal, platzieren. Ach, du bist so gut, ey. Verdammt. Oh, nice. Ich kann dir nichts mehr beibringen, Alter. Unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz von Subjektwohnort hier. Tatsächlich. Geil. Ich finde wirklich geil, wie du mich selber gerade ironisch verarscht hast und sie einfach mitgemacht hat. Ja. Also ich habe jetzt wirklich absolut das Gefühl, zu nichts Nutze zu sein. Das ist schön. Und geil. Genau das wollte ich damit erreichen. Das ist schön, ja, finde ich auch. Verlierer. Was? Ich muss dazu sagen, wir haben gestern Mario Kart gezockt. Oh. Und ich bin sowas von Erster geworden. Oh. Und TIbor sowas von Letzter. Ah. Und da war noch ein anderer Kumpel dabei, der Rösler, der Gute. Den kennt er vielleicht noch von Mortal Kombat und so. Ist ja alles schon eine Weile her. Ja, also das war wirklich mega lustig. Das hätten wir eigentlich aufnehmen sollen. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. Sehr lieb, auf jeden Fall, dass wir nicht gleich sterben. So. Man merkt, die Situation hier ist ähnlich kompliziert. Ich meine, gut, jetzt wo du noch zockst, kannst du ja erstmal machen. So, wenn ich dann ran bin, werdet ihr sehen, dann wird der Tempo ein bisschen runtergehen. Gut. Dann will ich natürlich auch ein bisschen rätseln. Rätseln. Ui. Gut, jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Okay, jetzt haben wir das Problem, hier können wir keine Portale reinwerfen. Ah, okay. Das sind dunkle Wände. Portalfreie Wände. Portalsens. Also müssen wir den Moment gut abpassen, dass wir hier auf dem Fahrstuhl landen, auf dem Dings. So zum Beispiel. Mhm. Beispielsweise. Ich komme echt schnell voran. Also, ich denke, 20 Minuten Parts reichen jetzt hier echt aus, sonst. Ja, definitiv, ja, definitiv. Also, wir wollen ja schon, dass ihr auch ein paar Tage was davon habt. Ja, man merkt, ne? Es ist erstmal am Anfang relativ kurz. Ja, aber wie gesagt, es fängt dann noch an, sich ordentlich zu steigern und dann ist man auch ein bisschen länger unterwegs in den Dingern. Okay. Beachten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Das ist schon mal sehr ermunternd, mutigend, also schön. Ja, das ist einfach grandios schön. So, schauen wir mal. Das Ding fliegt da lang. Na, dann machen wir das mal so. Ja, ach, das war natürlich dumm jetzt. Ja, also manchmal muss man auch ein bisschen schnell sein, auch mit dem Kopf. Weil sonst merkst du wirklich. Ja, ja. Also. Ja, das war dumm. Nee, warte mal kurz, bin ich jetzt blöde? Nee, nee, ist doch gut. Nee, nee, nee. So, jetzt. Naja, das meine ich ja jetzt. Ja, das war. Ach, also manchmal, wie gesagt, ne, mit dem Kopf ist halt immer so eine Sache. So, genau. Okay. Und jetzt müssen wir. Ja, wieder oben wahrscheinlich, ja? Nee, wir also erstmal müssen wir selber dahin. Genau, das wollte ich damit sagen. So. Jetzt müssen wir da links. Na, guck doch rüber. Ja. Du siehst du doch, wenn du da bist. Tatsächlich. Und. Yep. Was ist denn das für eine Schlonze da unten? Oh, Schlonze. Das ist. Nee, die Das kann ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit sagen. Okay. Das ist nicht schön. Ja, und wir wollen da nicht rinfallen, weil... Aber das passt doch sehr gut, weil bevor wir jetzt weitergehen... Achten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Selbstverständlich. Das ist klar. Weil da ja die Öffentlichkeit nicht angeht, erzählst du mir das nämlich gleich nochmal im Privaten. Ja. Und wir beenden den ersten Part Portal an dieser Stelle. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir haben Bock und ja, wie gesagt, wird wahrscheinlich eher ein Intermezzo werden. Aber schaltet trotzdem beim nächsten Mal wieder ein, wenn das heißt Portal mit TIbor und mir, hier auf RaFFikNicH LP. So, dann machen wir mal die Endcard für Chriss. Was ist das denn Schönes? Hey, hallo. Ja, da könnt ihr das erste Projekt sehen von Chriss und TIbor und da unten könnt ihr mal bei Facebook vorbeigucken und uns ein Abo dalassen, wenn ihr wollt. Und ich werde gucken, wie ich das hier wieder auskriege. Ansonsten viel Spaß noch. Tschüss.